Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Republic. Ich wollte eigentlich Kaisri angreifen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, in Anbetracht dessen, was ich hier sehe, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Wir wissen, dass diese Einheiten hier ziemlich scheiße sind. Also ich habe, das ist eine neue Aufnahmesession und ich habe mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen. Die Jungs hier machen mir Sorgen. Saumäßig. Die Jungs machen mir Sorgen, die Jungs machen mir Sorgen. Die ja nicht so sehr. Obwohl der Beschuss unangenehm wäre. Aber dann haben wir hier auch noch jede Menge anderen römischen Schwertkämpfer, die uns mindestens ebenbürtig sind. Wir haben nichts, was ihnen überlegen ist. Und wir sind ihnen nicht mal zahlenmäßig überlegen, ne? Die sind uns zahlenmäßig überlegen. Ich verpiesel mich an der Stelle lieber einfach mal. Und ziehe mich hier dann doch nochmal nach Ostia zurück. Wir müssen wahrscheinlich unsere Linien hier nochmal verstärken. Und ich werde dann die Jungs hier rausschmeißen. Jetzt gleich, weil die verdienen dann nehmen uns ansonsten Geld weg. Ich brauche, um diese Schlacht zu gewinnen, mindestens eine Zenturie oder zwei oder vielleicht sogar Veteranen-Zenturien. Einfach bessere Einheiten. So, hier schaut's gut aus. Hier kann ich momentan bloß noch nichts machen. Ja gut, wir beenden jetzt mal die Runde. Da ist alles noch friedlich. Jede Menge Agentenaktionen. Tychuna ist hier unterwegs. Ah, so wie es aussieht, wurde da von Tychuna gerade eben direkt neben unserer neuen Stadt etwas auseinandergenommen. Und das war's auch schon in der Gegend. Ah, Neapolis reitet ja auch noch rum. Ist Neapolis jetzt eigentlich unser Feind oder Verbündeter? Ich weiß nicht. Hey, die haben mir so oft den Krieg erklärt, ich weiß nicht mehr, ob sie mit mir im Krieg sind. Das ist total bescheuert. Standeskämpfe. Eine Gruppe griechischer Facharbeiter bietet an, mehrere Gebäude zu renovieren. Sie würden effizienter arbeiten als die Bauarbeiter vor Ort und weniger kosten. Doch die Einheimischen haben die Plebejer schon dazu angestachelt, gegen die Ausländer zu protestieren. Es ist klar, dass wir handeln müssen. Nur wie? Abwarten, sie zusammenarbeiten lassen, die Griechen verjagen oder noch mehr Griechen versammeln? Warum, was bringt das? Also hassen sie die Griechen und dann bringen wir mehr von ihnen. Was? Das ist also, wenn man wirklich einen Aufstand haben will. Die Griechen verjagen, wir stellen uns nicht gegen das Volk. Die Griechen müssen weg oder abwarten. Die Plebejer reagieren viel zu heftig, diese törichten Rohlinge, oder? Sie zusammenarbeiten lassen, sie werden voneinander lernen. Ey, ich bin dafür, sie sollen voneinander lernen. Rebellion! Ach, dann haben die mir die Rebellion weggemacht, oder? Hier gibt es auch noch eine Rebellion. Dann haben die hier die Rebellion weggeholzt, was ich persönlich ganz cool finde, wenn ich ehrlich bin. Erwarte Befehle. Was mache ich jetzt hier? Ich könnte... Ganz im Ernst, ich gehe davon aus, dass die Rebellion für mich da wegholzen. Dann kann ich mir das hier noch einverleiben, dann haben wir nochmal ein komplettes neues Gebiet. Ja, oder... Was sind das hier? Hoppeliten. Dann müssen wir da jetzt wohl rein. In irgendeiner Form. Ich bin echt am Überlegen, ob ich das angreifen soll oder ob ich das berechnen lassen soll. Probieren wir es mal. Oh, fuck. Da verliere ich aber für meinen Geschmack viel zu viele Männer. Nee, 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 dann mache ich das selbst. Also, so viele Männer muss man da ja auch echt nicht verlieren, ne? So, wie schaut's hier aus? Wieder eine typische, generische Küstenstadt. Von welcher Seite will ich angreifen? Hier ist das hier. Hier wäre es sehr offen. Allerdings auch abschüssig. Das heißt, meine Steinschleuderer können nicht so geil wirken. Dennoch wäre das ja der beste Ort. Wir gehen hier hin. Männer, lasst euch da hinziehen. So, dann
Genau, so hin, please. Dann habe ich hier noch nur diesen Schwertkämpfer hier. Die Wurfspeerkavallerie habe ich auf der anderen Seite. Meine regulären Wurfspieße habe ich hier. Ich muss diese Schlacht halt wieder über die Fernkampfüberlegenheit entscheiden. Geschützinfanterie! Kampfgruppe bereit zum Einsatz! Männer Italias! Speere! Speerinfanterie bereit! Gut. Alle ready? Befehl verstanden! Da ist schon der Feind, der ist noch nicht ganz in Reichweite. Wie weit wollen wir... Was? Seid ihr doof? Wo wollt ihr denn hin? Was hab ich denn gerade mit... Was hab ich denn gerade meinen Einheiten gesagt? Ihr sollt jetzt mal dahin gehen. Ihr sollt jetzt mal dahin gehen. Die vier sollen mal dahin gehen. Und ihr sollt vor allem auch davonlaufen, wenn was kommt. Zu Befehl! Schieß, Kommandant! Speere! Auf sofort eine Phalanx! Auf Phalanx! Phalanx! Ach da, da habe ich das nicht noch einen mit eingesetzt gehabt, der keine Phalanx hatte. Steinschleudere mal besser zurück. Steinschleudere wirklich mal zurück. Ihr werft jetzt hier. Aha, I see. Warte mal, ihr solltet dahin werfen. Ihr schießt auf die Bogner hier. Speere! Wie gesagt, die müssen hier raus. Ihr schießt hier auf die Hopliten. Dass die hier von allen Seiten kassieren. Oh Mann, ich muss mit der Kavallerie zurück. Das ist super ungut. Geschossinfanterie bereit! Speerträger! Steinschleuder! Eure Befehle! Schnell! Nachladen! Jupiter gibt uns Kraft! So, die Toxotei, die gehen drauf. Können wir gleich auf den nächsten jetzt hier gehen. Befehl verstanden! Kavallerie frisst halt immer so unfassbar viel Schaden durch sowas. So, was ist mit meinen Steinschleudern hier? Die ballern jetzt hier diese Toxotei zusammen. Speerträger! Und noch eine Salve Wurfspeere in den Rücken. Jawolligens, hier auf die Generalseinheit. Macht diese Elite weg. Komm, jetzt helft ihr mal damit. Wenn wir die Fernkämpfer in den Griff bekommen, haben wir das Ganze nämlich hier gewonnen. Die eine Einheit wurde einfach mit nebenbei mitgenommen. Sind nur noch 23. Geht auf die nächste Einheit, die hier ein paar mehr Männer hat. Jetzt könntet ihr noch ein bisschen bewerfen. Geschossinfanterie zu euren Diensten! Feuer! Die hatten ja, glaube ich, 4 Einheiten Toxotei. Jetzt bald nicht mehr. Zielen! Hui. Nice one. Ah, die sind schon leer. Die muss ich jetzt nicht in den Nahkampf werfen. Das wäre verschwendet, liebes Mann. So, wir haben keine Wurfspeere mehr. Na, wir haben noch schon. Oh, guck mal, wie die hier zusammengeworfen werden. Das ist ja herzallerliebst. Die haben auch nicht mehr viele Wurfspeere. Ne, die haben gar keine mehr jetzt. Gut. Wurfspeere sind alle.
Es ist halt wie im echten Leben, ne? Du musst versuchen, den Reichweitenvorteil zu bekommen bei sowas. Und wenn du dann da die Überlegenheit hast, hat der Gegner relativ wenig Chancen. Wir gehen jetzt hier hin, weil der Feind hier lauert. Du musst das Geplänkel gewinnen. Wenn du das tust, ist die Schlacht gewonnen. Und Geschosse fliegt. Generalseinheit wird einfach zusammengeschossen. Wir gleich auf den nächsten gehen. Stopp! Stellt euch jetzt hier so auf. Wie gesagt. Krieg hat nichts mit Fairness zu tun. Oh Gott, was ist denn los? Schied! Schied! Okay. Tarantinische Peltasten. Tarantinische Peltasten, diese Hunde. Die haben ja hier noch was. Der sollte halt hier reinschießen. Ein General kämpft die jetzt hier gerade nieder. Kampfgeist. So. Das alles hier schön verbessern. Männer, kommt mal hier rüber. Jetzt haben wir den Nahkampf. Das ist noch 78, wir haben noch 74. Dafür, dass das früher viel mehr waren, ist das eine gute Ausbeute. Schnelles Marschieren! Geschosse warten auf Ziele! Schnell! Steinschleuderer! Geschosse bereit zum Einsatz! Wehrträger! Los, Männer, schießt da rein. Ihr bleibt da. Zu Befehl! Speere! Speere! Doppelte Geschwindigkeit zum Einsatz! So, den hier in den Rücken schießen. Dass der Hoplitenkampf auch ein cooler wird. Doppelte Geschwindigkeit! Also für uns cool. Na, jetzt verlieren. Wahrscheinlich haben wir jetzt diese lateinischen. Die italienischen Plänkler verloren. Entschuldigung. So, aber die routen jetzt hier. Was bringt denn das hier eigentlich? Kampfgeist bringt unzerstörbar. Oh, okay, krass. Ich hätte vielleicht mal gucken sollen, was ich da tue. Sehr gut. Einheit besiegt. Dann kann ich jetzt den hier angreifen. Der Trupp hier. Beziehungsweise er flieht nicht in dem Sinne, er geht halt einfach. Oh fuck! Nein, 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 ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Nicht in Hopliten rein. Nicht in Hopliten rein. Das muss ja nicht sein. So, die sind jetzt erledigt. Perfekt. Wir erwarten eure Befehle. Geschosse bereit zum Einsatz. Gut, das können wir hier niedermachen. Und die letzten, die hier noch niedergemacht werden müssen, sind die hier. Noch ein paar Toxoteile, die jetzt schon mitgenommen sind. Ich werde die nicht verfolgen, weil es bringt eh nichts. Ich will einfach nur die Schlacht gewinnen. So. Die Toxoteile sind zerstört. Die sind auch zerstört. Sieg.
Nur in so richtig waldigem Gebiet kann man sich überlegen, dass sowas wie ein Geplänkel mit Fernkampfeinheiten, so wie wir die haben, wahrscheinlich nicht ganz so nützlich sind. Aber im dichten Wald würden auch unsere Hopliten nicht mega viel bringen. Ja, und es ist das passiert, was ich befürchtet habe. So ein Cheat. Kaum einer kann es mit der römischen Armee aufnehmen. Unangenehm. Theate. Theate, Theate, Theate. Ach nee, das ist ja das Gebiet. Oh Gott, ich muss das hier leider zertrümmern. Genauso wie auch das. Das hier kann ich direkt umbauen. Was ist das hier? Händler. Wohlstand durch lokalen Handel. Moment, was bringt mir denn das hier? Ach, jetzt habe ich nur noch das hier zur Auswahl. Strange. Egal, ich baue das jetzt hier alles um. Und uns gehört dadurch jetzt hier dieses Gebiet. Wohlstand aus Handelsgütern, Nahrung und öffentliche Ordnung. Nahrung und öffentliche Ordnung finde ich hier wichtig gerade eben. So, und hier in Roma haben wir tatsächlich nicht genug Geld, um hier irgendwas Sinnvolles mitzumachen. Das ist sehr, sehr enttäuschend. Wirklich sehr enttäuschend. Na gut, solange wir jetzt diese Gebiete halten können. Jawohl, der macht das, was ich wollte. Der Taichuner beweist mal wieder seinen Wert. Mhm. So. Ich bin mal gespannt, ob Taras jetzt wirklich so geschlagen ist, wie ich es hoffe. Wir haben ihn auf jeden Fall jetzt einiges weggenommen. Karthagische Politiker. Ein Mann wird vor euch gebracht. Ihm wird vorgeworfen, einen karthagischen Beamten getötet zu haben. Er bietet euch jedoch eine große finanzielle Spende an, wenn ihr ihm seine Sicherheit garantiert. Was sollen wir unternehmen? Ich gebe ihm mal Zuflucht. Ich möchte mal wissen, wie dann Karthago reagiert. Mission erfolgreich. Die Annalen Roms, Kapitel 1. Vor 10 Jahren begann die militärische Auseinandersetzung zwischen der etruskischen Stadt Veli und uns. Durch unsere große Nähe sind wir Rivalen und das seit mehr als einem Jahrhundert. Wir können Macht und Einfluss nicht länger mit diesen Leuten teilen. Es kann nur einer überdauern. Halte 2 Provinzen in ihrer Gesamtheit abgeschlossen. 2 von 3. Schatzkammer plus 6600. Yes! Geil. Ziel erteilt. Die Annalen Roms, Kapitel 2. Das lateinische Volk sind unsere Cousins. Die Menschen aus den Bergen sind da eher ein größeres Ärgernis. Beide besitzen Territorien in unmittelbarer Nähe zu Rom. Es ist natürlich in ihrem Interesse, sich mit uns zu verbinden und ein Schutzpuffer zu sein. In ihrem Interesse, genau. Beherrscht 4 Provinzen entweder durch direkten Besitz oder über Klientel, Königtum oder und ein Militärbündnis. Dann bekomme ich einen Spion. Oh, wow, es war aber schon ziemlich aufwendig, das jetzt hier zu bekommen. So, jetzt kann ich mir diese Truppen leisten, die ich haben möchte. Ich hole mir direkt mal 2 Veteranen-Zenturien. Und 2 Ensis-Zenturien. Dann habe ich hier die Nahkampftruppen, die ich hier für sinnvoll erachte. Die haben ein paar Elite geht es? Nee, eigentlich nicht. Ich will dann lieber nochmal ganz stumpf nochmal einen weiteren Fernkämpfer. Dann habe ich nämlich hier diese 2. Armee. Die wir so dringend brauchen. Was können wir hier noch machen? Ah, hier, da könnte ich was aufwerten. Hier könnte ich aber eine ganze Menge aufwerten. Was ist denn das hier? Olivenhain. 100 Wohlstand durch Anbau. 125. Das ist ein geldträchtiges Dingens hier. Machen wir noch einen zivilen Hafen hin.
Halt. Machen wir jetzt hier eine kleine landwirtschaftliche Kolonia. Und eine zivile. Ich mache ja auch nochmal eine landwirtschaftliche Kolonia hin. Aber eine dieser Gestalt. Hier auch nochmal Ceres. Ein Händler. Irgendwo müssen wir auch mal Geld verdienen, ne? Und das möchte ich jetzt hier machen. Hier sind die Männer Roms. Aber ich muss auch hier jetzt mal Leute ausheben. Oder zumindest einheimisch-italische Schwertkämpfer. Es wird eine Weile dauern, hier unsere Armee wieder hochzuziehen. Was kosten die denn, ey? Das ist ja alles ihr Geld nicht wert. Illyrische Plünderer. Die haben eine gute Grundmoral. Einen guten Nahkampfangriff. Kosten aber halt auch ordentlich Kohle. Ich bleib mal kurz hier stehen, so. Ohne mir Einheiten zu kaufen. Ich muss das jetzt alles erstmal hier kurz mal überdenken. Und wenn ich jetzt hier diese Armee habe, kann ich hier vielleicht denen hier die Stirn bieten. Das wäre eigentlich ganz cool. Das Lustige ist, ne, dass wir sozusagen das mit den Wehe jetzt bekommen. Obwohl wir Wehe gar nicht haben, nicht mal mehr Kaiseri. Schöne Ironie des Schicksals. So, Alalia. Wie geil finden die uns denn? Ganz okay. Sie mögen halt unsere Expansionspolitik nicht. Ich hoffe, ihr hattet eine wenig beschwerliche Reise. Ich bin gespannt auf euren... Militärischer Zugang nehmen sie an. Das verbessert nochmal die Laune von ihnen gehörig. Bei einem Schutzbündnis, wie ich persönlich finde, sogar eigentlich sogar eine der grundlegendsten Dinge, dass man das eigene Land den Verbündeten reinlässt. Und wenn wir dann das Militärbündnis haben, haben wir dann nochmal ein ganzes Gebiet mehr. Was ist mit den Sabinern? Die Götter ehren uns mit eurer Anwesenheit. Ich werde mich zweifellos an eurer Weisheit... Ja, ja, ich unterbreche ihn einfach mal. Keiner will mit ihm reden. Die Götter haben ihre Zeichen lange vor eurem Besuch gesandt. Sie sagen bedeutsam Dinge voraus. Ich verstehe halt nicht, wir haben jetzt hier momentan, ihr seht es hier, 170. Wir gelten als felsenfest, er gilt als verlässlich. Ich verstehe nicht, warum die der Meinung sind, obwohl wir 170 Punkte haben, dass die kein Schutzbündnis mit uns wollen. Ich verstehe es nicht. Und auch kein militärisches Bündnis. Es macht überhaupt keinen Sinn. Das folgt nicht irgendwelchen logischen Sachen, teilweise, die man nachvollziehen könnte als Spieler. Das ist so rein von der Mathematik her, die das Spiel dir zur Verfügung stellt, müsstest du einfach sagen, ey, die müssten jetzt eigentlich easygoing jetzt mit uns hier ein Bündnis eingehen. Aber dann gibt es noch irgendwie einen anderen Algorithmus, der da dazwischen geht und sagt, ja, aber weil bla 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 wollen die das nicht. Ihr versteht, was ich meine. Wegen irgendwas. Random Shit. Aber das hat sich in keinem einzigen Spiel später geändert. Das ist noch bis heute, bis Warhammer 2 so, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum sie nicht exakt zeigen, warum sie das nicht exakt zeigen, wer was wie wo. Es darf doch wohl nicht wahr sein, gerade eben, wo ich die Truppen... Oh. Fuck my life. Tja, dann ist es heute mal eine kürzere Folge, meine lieben Freunde. Wir werden diese Schlacht beim nächsten Mal schlagen. Begründung ist ganz einfach. Die Folge würde zu lang dauern und... Ach komm, scheiß drauf. Da sind wir. Mal wieder. Und diese Armee hat leider noch keine Sachen irgendwie, um die Verteidigung zu verbessern. Jetzt muss ich mal gucken, wo steht denn hier mein... Ach, das ist hier wieder mal das Dorfzentrum. Das kennen wir ja. Ich weiß nicht mal, wo... Ah, da hinten kommt das Schiff. Wenn die halt hier anlanden, haben wir halt ein Problem. Ich hoffe, das tun die nicht.
So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall eine Zenturie. Das ist die wichtigste von allen. Ich mach die mal hier hin. Eine Phalanx. Das ist die wichtigste Zenturie. Dann brauchen wir eine Einheit Schwertkämpfer dahinter. Dann brauchen wir die Speerwerfer dahinter. Aber wir müssen ohnehin erstmal abwarten, von welcher Richtung der Gegner wirklich kommt. Das heißt, ich werde das ohnehin alles nochmal ein bisschen umorganisieren müssen. Das ist der eine Schwerttyp, das sind die anderen Schwerttypen. So, die Wurfspeere kommt an. Ach, wir haben ja noch mehr Wurfspeere. Ich bin ein großer Fan von dem Gedanken, meine Männer jetzt hier nicht in einem Seekampf zu verlieren. Was ist denn das? Römische Schwertkämpfer. Ne, ich will die echt nicht hier in dämlichen Dingenskämpfen verlieren. Unterstützungsschiffe bereit! Kampfschiffe bereit! Muss nicht sein. Unterstützungsschiffe bereit! Kommandant! Wir erwarten eure Befehle! Bestimmt nicht. Bereit, willig und fähig! Zu euren Diensten! Unterstützungsschiffe! Okay, was haben wir da noch Schönes? Leichte Hopliten! Leichte Hopliten, die hier zumachen. Auf sofort eine Phalanx! Meine Generalseinheit, das sind, glaube ich, Veteranen-Zenturien. Das war sogar eine gute Entscheidung, mal hier Veteranen-Zenturien zu benutzen. Befehle? Warum habe ich jetzt die Kavallerie mit ausgewählt? Wir machen auf jeden Fall noch die Aufstellung, Leute. Die Schlacht selber, die machen wir dann halt einfach beim nächsten Mal. Wie gesagt, die Schlacht wird wahrscheinlich jetzt hier wieder im schlimmsten Falle 20 Minuten brauchen. Ich kann hier keine 50-Minuten-Folge raushauen, auch wenn es den einen oder anderen freuen würde. Aber ich bin hier gerade eben in Vorbereitung auf die Gamescom aufzunehmen, die, glaube ich, inzwischen jetzt aus eurer Sicht schon stattfindet. Und da muss ich jetzt halt dann leider doch mal ein bisschen auf die Zeit achten, damit ich da fertig werde. Denn ansonsten gibt es dann irgendwann mal Tage, wo gar nichts kommt. Und das hilft ja dann auch keinem. Geschosse warten auf Ziele! Zack. Leichte Hopliten! Zack. Und. Schwerter! Ja, die Schwerter tun wir mal dahin. Lol, was für eine Formation. Was haben wir da noch Schönes? Steinschleuderer! Jede Menge Fernkampfgedöns. Geschosse warten auf Ziele! Die wir jetzt einfach mal alle hier reinbringen und jetzt gucken wir mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Und sobald ich jetzt hier klicke, ist die Folge aus und die neue geht an. Also in dem Sinne, macht's gut, tschüss und ade.